Die Rettung ist unterdessen unterwegs zu einem neuen Einsatz. In einer Wohnung in Meidling soll es zu einer Rauferei zwischen zwei Personen gekommen sein. Ein Mann ist verletzt. Die Polizei ist bereits vor Ort. Wer ist der Kontrahent gewesen? Wer ist der Kontrahent gewesen, der geschlagen hat? So, womit sind Sie jetzt geschlagen worden? Waren Sie bewusstlos? Es war alles nur bei Schwarz. Normalerweise stehe ich dagegen, aber keine Ahnung. Es war für den Football. Ich habe keine Ahnung. Ich war auf einmal weg. Okay. Wie viel Alkoholkonsum ungefähr? Ja, ein bisschen was. Ein bisschen was ist? 3-4 Dosen Bier? Ein bisschen mehr? Ja, Bier. Was Härteres? Marienschnaps. Okay. Ja, war gut. Ich würde das auf die Stirn kopfen, aber auf, damit er zumindest irgendwas hat. Ja. Komm ins Werk. Ich kann nicht selber gehen, Jacke keine Sorge. Wollen Sie die Jacke anziehen? Ja, mir ist heiß genug. Aber stützen durch Sie trotzdem, gell? Sie sind ja auf. Ja, ich sehe sie eh. So, Vorsicht, einmal hinaus. Peace. Wir können weiter. Die Kameras haben uns nicht zu stören. So. Oh. Vorsicht, festhalten am Kleinen, ja, ja, bitte. So, nein, noch reingehen. Keine Sorge. Sie wollen nach wie vor keine Jacke anziehen? Nein, ich habe mir die Jacke da. Ja, ich weiß, ja. War nur die Frage, ob Sie es nicht anziehen nein, wollen. Nein, keine Sorge. Hitziger Kerl, ne? 39 Grad Normalkörpertemperatur. Ja, normal. Normal sollten 36. Sie brauchen nicht schwitzen, ich kann gehen. Schatz, mir ist lieber, weil wenn es doch irgendwie stürzen oder okay, hinfallen, habe ich sie lieber, gell? Ich danke dir dann. Die Verletzungen reichen. Ja, ich normalerweise mal. Schaut der Gegenüber so aus, aber diesmal. Wie gesagt, oh. Wir fahren mit Ihnen auf eine Unfallabteilung, da wird das nochmal angeschaut. Nein, sie haben doch eine deutliche Schwellung über dem rechten Auge, gell? Unsere Mitarbeiter werden in vielen, vielen Trainings bei den Ausbildungen darauf geschult, mit den Patienten zu kommunizieren, auch mit den Angehörigen zu kommunizieren, weil die Kommunikation eines der wichtigsten Dinge ist. In dem speziellen Fall war das relativ leicht. Der Patient war sehr umgänglich, war sehr kommunikativ. Das ist mit der Alkoholisierten nicht immer der Fall. Die Kommunikation ist deswegen auch sehr wichtig, weil sie deeskalierend wirken kann. Ja, Stufe. Ja, habe ich mit. So. Entschuldigung. Kein Problem. Ich schaue mal. Hat irgendwer von meinen Leuten mit? Nein, glaube ich nicht. Einmal einsteigen und aufs blaue Bett, bitte. Ja, ja, sowieso. Dankeschön. Es dürfte sich um eine Schlägerei gehandelt haben. Mit zwei Kontrahenten. Der Patient ist jetzt verletzt, hat eine Nasenbeinfraktur und multiple Abschürfungen am ganzen Oberkörper. Wird jetzt ins Unfallkrankenhaus verbracht und dort zur weiteren Versorgung transportiert. Der Patient selbst war nicht aggressiv, der Angreifer war anscheinend aggressiv, hat sich aber nicht mehr in der Wohnung befunden. Das Team der Rettung bringt den betrunkenen Mann, der bei einer Schlägerei verletzt wurde, ins Unfallkrankenhaus Meidling. Dort wird er weiter versorgt. Sie bekommen jetzt im Spital dann eh Schmerzmedikamente. Ja. Perfekt. Geh mal. Bitte? Ja, passt schon, geh mal. Bett zur Seitentür und dann so weiter. Warten Sie noch einen Moment. Ich bringe einfach um. Aber okay, sagen Sie es nicht. Da verspreche ich Ihnen sogar. Sie können es gerne aufschreiben. Ich stehe dazu. Ich hab Borderline, da kann nichts passieren. Ja, Kassel 8, 4, nach. Ärger Kassel 8, bitte. Das ist der Halt von Richtung. Gut. Ja, danke, bestanden. Bitte in Sprechgruppe 2 umschalten. Jawohl, danke. Weiß ich beim Aufstehen? Geht's, schwindelig? Warte kurz, bitte.
bleiben Sie kurz sitzen, wegen einem Schwindel war es gewesen. Nein, nicht Schwindel, Schmerzen. Was sagen wir? An der Zeit soll es nicht hapern. Ja? Ich weiß. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz, bitte. Ja. Nicht schon aus. So, einfach da hinlegen. Jacke ist hinten drinnen, ja? Perfekt, danke. In deine Richtung? Die Fahrt vom Berufungsort ins Spital war eine recht kurze. Der Patient war kommod, hat sich gut mit mir unterhalten, hat selber oft gesagt, dass er die Situation anders eingeschätzt hätte mit seinem Kontrahenten. Man hofft, dass das jetzt so verbleibt und sich nicht weiterspinnt. Und die Übergabe war dann ohne Probleme im Spital mit einem Lächeln des Patienten auf den Lippen.